Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute der Sommerschnitt bei Rosen. Immer wieder bekomme ich die Frage, wie muss ich meine Rosen im Sommer nach der Blüte schneiden? Nun, es gibt da die klassische Variante und es gibt den Lubera Radikalschnitt. Zunächst zur klassischen Variante. Die klassische Variante ist eigentlich ganz einfach. Man schneidet die abgeblühte Blüte weg und dazu 2 bis 3 voll entwickelte Laubblätter. In diesem Falle haben wir hier die abgeblühten Blüten, das abgeblühte Blütenbüschel. Dann haben wir hier ein nicht voll entwickeltes Laubblatt. Dann haben wir hier ein voll entwickeltes Laubblatt und hier eines und hier eines. Also schneidet man jetzt hier oder sogar hier alles weg. Warum wird stark zurückgeschnitten? Weil durch den starken Rückschnitt wird die Rose gezwungen, stark auszutreiben. Und sie wird schneller und gesünder wieder wachsen und blühen. Je stärker sie schneiden, desto stärker reagiert die Rose. Es gibt nun aber auch den Lubera Radikalschnitt. Wie sind wir darauf gekommen? Durch unsere Containerproduktion, durch die Produktion von Rosen im Container. Und wie funktioniert der Lubera Radikalschnitt? Im Prinzip gleich, nur etwas radikaler. Was heißt das? Immer dann, wenn Ihre Rosen bei Ihnen im Garten abgeblüht sind, wenn es fast keine schönen Blüten mehr hat, gehen Sie durch Ihre Rosen und schneiden Sie radikal um 50%, auch 40% ist möglich, auch 60% ist möglich, stark zurück. Sie können das mit der Heckenschere machen, Sie können es mit der Schere machen, einfach durchgehen und alles um 50% mindestens runterschneiden. Auch hier der gleiche Effekt, die Rose wird sofort wieder mit Wachstum reagieren. Und noch was? Wenn Sie so eine reduzierte Pflanze haben, können Sie die kranken Blätter einzeln rausnehmen. Sie können noch einmal etwas Dünger geben in Ihrem Rosenbett, am besten ein Langzeitdünger, der 3 bis 4 Monate wirkt und hilft, dass die Rose nochmals reagiert und dann im Sommer perfekt blüht. Und dann können Sie in die Ferien gehen, die Ferien genießen und wenn Sie zurückkommen, Mitte, Ende August, haben Sie wieder eine perfekte, wunderschön blühende Rose. Ich denke, das ist für viele Leute die perfekte Lösung. Viele Leute genießen die Rosen im Frühling, sie sind wunderschön im Frühling, sie wachsen, sie bekommen Knospen, sie blühen jetzt und dann regen sie sich den Rest des Jahres über ihre Rosen nur auf, weil sie eben nicht mehr so schön sind, weil sie kränkeln, weil sie nicht mehr richtig wachsen. Der Grund ist, sie werden im Sommer zu wenig radikal zurückgeschnitten. Darum probieren Sie bei sich einmal den Lubera Radikalschnitt. Zurück 50% nach der Blüte, etwas Dünger geben, kranke Blätter wegnehmen und Sie haben perfekte Rosen zu Hause. Wie immer, glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle, diskutieren Sie mit, teilen Sie Ihre Meinung mit und gärtnern Sie weiter.